Samir Werbelow wechselte im Sommer 2023 von der Viktoria zu Babelsberg. Heute das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein beim Heimdebüt von Viktoria-Neucoach Lucio Gerald. Es ist das 20. Aufeinandertreffen beider Vereine. Babelsberg mit einem 1:1 unter der Woche in Erfurt angereist und dem aktiveren Beginn. Werbelow über die linke Seite im Duell mit Mohamed Werbelow. Und dann vergibt Schulz im Zentrum. Die Gäste mit nur einer Niederlage aus den letzten 6 Spielen. Der letzte Sieg vor über einem Monat gegen Plauen. Nach 20 Minuten entwickelt Viktoria immer mehr Zug zum Tor. Lucio Gerald mit 2 Veränderungen zum 0:2 gegen Jena. Elekwa spielte 5 Monate in Babelsberg. Skakun und Damelang. Gut herausgespielt von der Viktoria. Babelsberg zeigt Schwächen im Defensivverbund. Die Berliner konnten nur 1 der letzten 4 Duelle gegen Babelsberg gewinnen. Stärkste Phase der Viktoria in Halbzeit 1. Oleg Skakun bedient Mensah über die linke Seite. Mensah schickt Metehan, Yildirim. Die Sky Blues erhöhen den Druck. 22 Minuten gespielt. 180 Sekunden später. Babelsberg investiert wenig, lässt Viktoria kommen. Günay hat eine Idee. Büch klärt in den Lauf von Skakun. Der tanzt Zeiger aus. Oleg Skakun. 1:0 Viktoria. Der Junge hat einen Lauf, der 19-jährige Ukrainer mit seinem bereits 4. Saisontor. Babelsberger Fehlerkette, Büchs gescheiterter Klärungsversuch wird zur Vorlage für Skakun. Und der macht das technisch klasse. Eine Drehung reicht und Skakun steht völlig frei vor Banksow. Fehlstand für Babelsberg in diese Partie. Die Antwort der Gäste in Minute 37. Fran verwandelte unter der Woche einen Elfmeter gegen Rot-Weiß Erfurt. Der 37-Jährige bleibt weiterhin so wichtig für das Spiel in der 0-3er. Werbelow. Und dann die punktgenaue Flanke auf Daniel Fran. Saisontor Nummer 7, Ausgleich Babelsberg. Fran wird gegen Günay ins Kopfballduell geschickt und das lässt sich der Routinier nicht nehmen. Fran lauert im Rücken der Abwehr, keine Zuordnung bei der Viktoria-Defensive und dann kann Fran völlig unbedrängt einköpfen. Kurz vor der Pause dann dieses Einsteigen von Damelang gegen Werbelow, vielversprechende Freistoßposition. Büch und Werbelow beratschlagen sich, wer ran darf. Gegen den über 2 Meter großen Horenburg. Gordon Büch wird antreten. Und Gordon Büch verwandelt. Besser kannst du einen Freistoß nicht im Tor unterbringen. Babelsberg stellt innerhalb von 4 Minuten von 0:1 auf 2:1. Büch findet die Lücke zwischen Oellers und Elekwa und Horenburg ohne Abwehrmöglichkeit. Und so gehen die anfangs passiven Babelsberger mit einer 2:1 Führung in die Kabine. André Meyer bringt zur Pause Defensivmann Heusel für Čović. Viktoria kommt mit Wut im Bauch aus der Kabine. Nach 2 Niederlagen in Folge wollen die Berliner wieder punkten. Berg auf Günay. Die rennen. Mehmet Günay steht überhaupt erst zum 2. Mal in dieser Saison in der Startelf und bedankt sich postwendend bei Lucio Gerald. Günays erstes Saisontor nur 5 Minuten nach Wiederanpfiff. Er leitet den Angriff selbst mit ein und wird dann von Berg in Szene gesetzt. Wegner fällt noch entscheidend ab. Viktoria gleicht aus zum 2:2. Der auffällige Günay auch in der nächsten Szene wieder im Fokus. Wird gefoult vom eingewechselten Didos. Gleiche Position wie Babelsberg und Büch in Halbzeit 1. Günay legt sich die Kugel noch etwas weiter nach hinten. Der Gefaulte wird selbst antreten. In Minute 78 bereits die Schlussphase in dieser Partie. Und Günay verwandelt direkt zum 3:2. Doppelpacker Günay stellt die Partie auf den Kopf. Wieder ein direkt verwandelter Freistoß. Banksow macht den einen Schritt aus der Torwartecke
Und Babelsberg gibt dieses Spiel buchstäblich aus der Hand. Nur 3 Minuten später von Babelsberg kam überhaupt nichts mehr im zweiten Durchgang. Littbarski gegen Vollert. Sein Vater, Weltmeister Littbarski, schaute von der Tribüne aus zu. Littbarski auf Hebisch. Der Ex-Babelsberger, gerade erst von der Bank gekommen. Hebisch mit dem 4:2. Babelsberg schaltet völlig ab. Hebisch wird beim Kopfball nicht gestört, trotz einer 5-gegen-1 Situation. Der 34-Jährige spielte als 19-Jähriger für 3,5 Jahre in Babelsberg, lief 55 Mal in der dritten Liga auf und absolvierte 96 Spiele für 03. Für kein Team lief Hebisch häufiger auf. Heimpremiere geglückt im zweiten Spiel unter Geral, gewinnt Viktoria und bezwingt Babelsberg mit 4:2. Also vor allen Dingen den Jungs gönne ich das und wünsche ihnen vom Herzen, dass sie so ein Erfolgserlebnis auch weiterhin feiern können, weil sie gerade die letzten 14 Tage auch wieder echt viele Widerstände gebrochen haben. Das ganze Neue an Spielinhalt, an Struktur, was wir haben wollen, was für viele einfach auch neue Themen waren. Und da muss ich einfach sagen, dass sie da ohne Zweifel dran zu haben, ohne Wenn und Aber, das einfach mit durchgezogen haben. Und von daher Glückwunsch an die Truppe und für die freue ich mich noch deutlich mehr als für mich selber, ehrlicherweise. Ja, ich denke, die Freude ist unfassbar. Ich denke, wir haben hart dafür gearbeitet. Ich selber habe auch sehr viel dafür gegeben und ja, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Beim Freistoß schon vorher ein gutes Gefühl gehabt, als Sie den getroffen hatten? Ja, den ersten habe ich ein bisschen verzogen. Dann dachte ich mir, okay, der zweite wird es sein und ich übe die oft. Wenn es die Motivation einiger Spieler ist, dann sollten sie sich einen anderen Beruf suchen, weil wir brauchen jeden Einzelnen und der muss hoch motiviert sein, egal ob er denn vor 5000 Zuschauern spielt oder jetzt hier vor 300 Zuschauern spielt. Das spielt keine Rolle, wir spielen Regionalliga und so gut sind wir nicht, um sagen zu können, wir fahren jetzt zu Viktoria Berlin und hauen die mal einfach hier auswärts weg. Also wir müssen schon, jeder muss an seine Grenzen kommen, jeder muss gut Vorbereitung sein. Ja, und ich glaube, waren wir heute leider nicht ganz. Tabellenplatz 14 und erst 2 Siege aus 11 Spielen. Zu wenig für die Ansprüche der Babelsberger. Viktoria hingegen verzückt mit Gerals Offensivfußball. Vor dem freien Tag aber heißt es noch Autogramme schreiben. Die heißeste Unterschrift des Tages, die vom Doppelpacker Diren Mehmet Günay.